Schirm auf, während der Aufwärmphase. Mensch, das 2, wer hätte es gedacht? Ich hätte die Map rauswählen sollen. So that we may be free. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Immerhin habe ich einen gekriegt, zwei gekriegt. Und da kommen jetzt drei Leute über Tunnel. Die hole ich mir weg. Ja, leck mich doch. Arschloch. Scheiße! Ich habe erst zu spät gecheckt, dass er doch noch da ist. Geile Idee. What are you doing? What are you doing? Mensch, liefer. Der hat eine Negev. Hab ich dann auch Geld für eine Negev? Nee, ne? Gar kein Geld. Das ist eine gute Voraussetzung. Es tut mir leid, dass ich mich aufs Spiel konzentriere und nicht auf den Chat, um wenigstens halbwegs etwas zu schaffen. Ich habe gesagt, dass ich einfach nur nebenbei streame. Ich streame nicht, um jetzt hier sonst was zu tun, sondern um zu streamen, beziehungsweise ich Spiel so oder so. Das heißt, ob ich jetzt spiele oder streame, um euch ein bisschen zu unterhalten oder beziehungsweise damit ihr ein bisschen mitkriegt, oder streame und nicht machen. Das macht für mich gerade keinen Unterschied. Deswegen seid froh, dass ich streame und beschwert euch nicht die ganze Zeit, dass ich nicht auf den Chat eingehe, weil ich kann und möchte gerade nicht auf den Chat eingehen. Mir geht es auf den Sack, wenn Leute das nicht verstehen. Es gibt auch oft Leute. I see them. Es gibt auch oft Leute, die das einfach nur schreiben. Aufmerksamkeit zu erhalten. Damit ich ihren Namen sage und dann sagen, oh, ich wollte dich nur provozieren, damit du meinen Namen sagst. Oh, danke. Nenne ich auch keine Namen. Bitch. Die Kills habe ich dann gemacht. 9. Yay! Ich habe ein wenig Hoffnung. B. Lock. Ich hasse die Lok. Crafty? Yep. Go, go, go! Okay. Das ist ein jemand wirklich sehr jung. Es geht nicht darum, dass ich euch ignoriere, um nicht mit euch zu spielen. Es geht einfach darum, dass ich im Moment keine Lust habe, ein Team zu bilden. Das Problem ist einfach, ich habe schon öfters versucht, in Streams und Co. einfach Teams zu bilden. Mit Zuschauern. Boah, verdammt. Ich warte kurz, bis der Kampf zu Ende ist.
Das Problem ist einmal, wenn man ein Team bildet mit Zuschauern, ist das immer sehr anstrengend, weil da oft, du musst halt wirklich Leute suchen. Du musst vernünftige Person, Leute darauf suchen. Und das Problem ist einfach, dass es oft Leute dabei sind, die kommen dann, wenn wir das hier zum Beispiel Rank spielen, dann gibt es dann Idioten, die gehen hin, sind nur dabei, um mich dann zu töten. Die dann einfach herkommen und mich töten. Die mich die ganze Zeit abballern, die ganze Zeit im Weg stehen und die ganze Zeit, hallo. Es gibt ja Leute, die sind sehr anstrengend und die sind halt dann dabei. Und das ist das Problem, weswegen ich ungern Teams mit Zuschauern bilde. Beziehungsweise spontan, weil ich habe das jetzt nicht geplant und möchte eigentlich nur mich gerade in Ruhe einfach spielen. Das wäre mir nämlich gerade echt zu stressig. Warum habe ich gekauft? Beep. Nein! Ich war so drauf vorbereitet. Mann, was ist denn los mit mir? Moment, habe ich ihn gekillt? Er hat mich? Habe ich ihn gerade gekillt? Es lag doch bei 99% der Streamer. Ja, aber bei mir hat es in der Vergangenheit nie geklappt. Und deswegen ist mir das immer einfach zu stressig im Moment. Ich mach das Spiel nicht leiser, wenn ich das Spiel leiser mache. Höre ich das Spiel nicht mehr. Macht Sinn, ne? Just go long. We must move. Ja, dieses Team gefällt mir schon etwas besser. Flashback. Ja, guck mal, wir laufen zusammen in einem Team hier voran. Das hat eben nämlich nicht funktioniert. Plant. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Ich mach hier lang auf, lange. Bitch. Ich will seine Buff haben. Dann halt nicht. No time to aim. Go away. Move it. Ja, mein Fadenkreuz werde ich auch nochmal irgendwas personalisieren. Oder wir spannen es immer noch. Da werde ich mich jetzt festlegen. Nein! Ich wollte gerade die Waffe mitnehmen. Dann halt nicht. B? Okay. Let's go, my brothers. Guck mal, das Team mag ich. Das funktioniert. Guck mal, da verkacke ich auch nicht. Flashback. Nee, der funktioniert doch. Bomb has been planted. Throwing fire.
Don't go. So, wo bin ich jetzt ultra schlecht? Oh, langsam wird. Funktioniert. Ey. So, was ist jetzt das Problem, Leute? Da klang noch vielversprechend. Nur 2 zu 4 läuft doch. I'm throwing a flashback. I'm throwing smoke. On the left. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Da hinten, der war doch immer hier. Jump. Mhm. Danke. Get ready. It is going to explode. Oh, hier mal einen Drop, ne, ne? Ne. Dann würde ich mal sagen, gehen wir alle zu A. We will defeat the Mercedes. Ist mir ein wenig zurück hier. I am planting the bomb. I'm throwing a grenade. Bomb has been. Überlebe ich das von hier, ja, oder? It is going to explode. Terrorists win. Ah, schön. So, nochmal kurz Werbung.
Noch 3 Sekunden. Forward! I'm throwing smoke! Decoy! Flashback! Ach, Scheiße! I'm throwing a flashback! Hinter dir oder nicht? Nee, oh Mensch, Junge, warum hast du nicht gewartet? Das war's. Seite, 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 back, 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 back. Indoors. Warum hat er die Dingens weggeworfen? Ja, die Dingens hier, die, wie heißt denn noch? Die. G3SG1. Ich bin nicht so ganz verstanden. Wie viel Geld kann man haben? 17.000 oder 20.000? Be safe. Let's go, my friend. 16.000. Achso, eins ist ja noch hier. Hallo! Ich werde die letzte Runde ein wenig mehr Geld aufgeben sollen. Flashback! I'm throwing smoke! Fuck you! Nein! Grenade. 16.000, ne, die Scheiße, ne, letzte Runde mal ein bisschen Geld ausgeben sollen. Da hat er mir gesagt, 20.000. Bei mir hat er voll daneben gezielt. Gucken wir das nochmal am Stream an. Aber ich glaube, das liegt an der, hinter dir. Ich mag dieses Spiel. Jungchen, left. Nee, das ist ein Teammate. Ups, hab nichts gesagt, Entschuldigung. Aber ich bin jetzt besser als Autosniper. Ja, warum ist die Autosniper so teuer und warum ist sie so begehrt zum manchen? Okay, hinter dir. From behind. Behind. Bitte eigentlich irgendwas mit. Does someone need a drop? Nein, dann nicht. I don't think so. They shall regret this day. I hate my gold heart. Does it not make sense? Let's get to the bed. Ich bin hier raus. Terrorists win. Decoy is out. Elisa, AVP. Does someone want an AVP? Flashback.
Oh, da ist ja mal einer tot gewesen. I'm throwing smoke. Nein! Ich habe ihn gerade erst gesehen. Scheiße! Von unten, von unten, von unten, von unten! Wenn du das normale Adblock-Addon hast, hast du ja oben dieses Stoppschild, wo RBP draufsteht, glaube ich. Wenn du da einfach mit der mittleren Maustaste, glaube ich, drauf drückst, machst du Adblock aus. Ist zumindest bei mir so gewesen. Someone need a drop? Let's go! Nein? Ich werde mir das gespannt. Wenn mir die Munition aufgeht, bitte. Läuft doch langsam bei mir. Der gerade disconnected? Geile Ding. Nimm mal keiner die AK. Das ist ein Teammate. Plant! Mick, plant! I am planting the bomb. Also noch einer da hinten. Nein, ich wollte die Dinge jetzt mitnehmen. Let's go, B. Decoy. B.
Ach Leute. Wir gehen die ganze Zeit A. Plant at B. It's clear. Planting. Bomb has been planted. Grenade. Throwing a flashbang. Bitch. Läuft doch gut für mich. We are going to... So, gönnen wir uns den Kevlar. Und dann geht's wieder wie gewohnt auf B. Oder rush ich auch auf. I think they're at B. Bomb has been planted. Nimm auf, bitch! Oh, scheiße! Mann, ich hab noch voll im Dorf gehalten! Häng mir dein Messer. Nein, Keks! Aber danke, Keks, fürs Subscriben. Das fällt mir gerade wieder ein. Da kaufen wir den jetzt. Auch nicht. Ne? B rush. All B. Geil. Geil. Schöne Ding. Our mission is simple. Take them out. Was schmeißt? No. Throwing smoke. Decoy. T spawn is going to be terrorists win.
Let's go, Peppel. Throwing smoke. Flashbang. B. Throwing a grenade. Bomb down. Counter terrorists win. Ja, 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 so langsam wird das. Ich liebe ja diese Leute, die schreien, was für ein Minecraft-Noob, der CSGO spielen will, um Fame zu werden. Ist ja nicht so, dass ich CSGO bereits gespielt habe, bevor ich überhaupt YouTube gemacht habe und da schon Spaß dran hatte. Genau, wie ich Call of Duty schon seit, keine Ahnung, seitdem ich 11 bin, spiele. Ich weiß, ein bisschen jung, aber hat mir nicht allzu sehr gejuckt. 7 war das erste Mal Counter Strike gespielt. Was? Ich habe, als ich 7 war, das erste Mal Counter Strike gespielt. Oh Leute, was ist denn da los, Mensch? Bitch. Oh, wir gewinnen schon. Schöne Ding. Ja, es ist mir schon bewusst, dass ich zu jung war zum Spielen. Nur was ich finde, was ich auch gesehen habe, zum Beispiel bei meinem kleinen Cousin oder bei Freunden, ich habe oft gesehen, die steigern sich sehr ins Spiel rein. Die übertreiben es ins Spiel. Ich war eher gelassen. Viele haben mich abgelenkt, ich habe Spaß dran gehabt. Das war ganz cool. Aber ich weiß nicht, Freunde von mir und Co., auch mein kleiner Cousin vor allem, der hat sich da so reingesteigert ins Spiel. Ich war da eher gelassen und konnte auch mal wieder aufhören. Ich weiß nicht, Ballerspiele, weißt du, als Beispiel, mein kleiner Cousin läuft dann rum, da, hier, wir spielen jetzt mit Waffen, wir töten uns gegenseitig und so ein Kram. Ich hab mich nicht gejuckt, ich hab das einfach gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es halt taktisch vorgehen, was weiß ich, trainieren und ich war eigentlich auch ganz gut mit der Zeit. Ich glaube, die sind bei lang. I think I'm long or two guys. Tja, keine Chance. Das ist keiner Long. Er ist in der Mitte. Ihr seid mit. Grenade. Flashbang. Tja, kommt der Mann, ne? Und ich habe jetzt nicht als Beispiel Hardcore mit... Ach, das erzähle ich gleich. Gut. Ich würde sagen, ich gehe einfach hin und lade diese Runde bei YouTube hoch. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Gebt einen neuen Schauen, wenn es euch gefallen hat. Mag Züge.